Inhalt des Projektes ist, dass wir 14 Tage lang mit 40 Kindern auf der Blumenschau in Papenburg leben wollen, und zwar mit Kunst, Ökologie und ganz viel Spaß und Spiel und Bewegung. Alles, was dazugehört, um ein schönes Ferienprogramm anzubieten. Das Projekt findet in der Kunstoase statt. Wir sind drei Partner, das Jugendzentrum, die historisch-ökologische Bildungsstätte und die Kunstschule Zinnober der Stadt Papenburg. Also wir haben ein Team von Künstlern und Pädagogen, das sind fast 20 Leute, die uns begleiten werden, und es werden zum Beispiel Malerei, Zeichnung angeboten. Wir können Pflanzen bauen. Wir können mit Pflanzenfarben malen, wir wollen uns um das Thema Blumen ranken, Ökologie, wir werden Bienen, Insekten beobachten, wir werden aber auch eine große Lehmhütte bauen und eine große Lehmbaustelle haben, in der wir richtig gut manschen und planschen können, und in dieser Hütte können wir uns versammeln, wir können auch einen kleinen Lehmofen bauen, sodass wir uns wirklich 14 Tage lang mit dem Gelände vertraut machen, dort auch mal ein Brötchen backen und gucken, was uns einfällt. Wir haben ja alle Möglichkeiten dort. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es ein soziales Projekt ist auch, denn durch die Fördermittel können wir allen Kindern dieses Projekt kostenlos anbieten. Voraussetzung ist, dass sie 14 Tage lang wirklich dabei sind und dass sie regelmäßig kommen. Wir hoffen, dass es so viel Spaß macht, dass die Kinder gerne kommen und dass wir sie nicht ziehen müssen sozusagen. Also von daher ist es ein Projekt, das für jeden zugänglich ist, für jedes Elternhaus erschwinglich.